Ein erhältliches Gravelbike für 700 Euro, das klingt doch wie ein Traum. Da muss doch ein Haken dran sein. Und ja, da ist ein gewaltiger Haken dran. Alles dazu in diesem Video. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Felix Tested Bikes. Auf dem Kanal teste ich ganz viele Gravelbikes, aber so ein Bike, wie es Lidl jetzt anbietet, für 700 Euro ist mir noch nie untergekommen. In dem Video schauen wir uns das Profete Gravel mal genauer an und schauen, warum kann jetzt ein Gravelbike im Jahr 2022 mit Lieferschwierigkeiten und Inflation und einer gestiegenen Nachfrage 700 Euro kosten und mit was für Kompromissen musst du beim Kauf rechnen, wenn du damit rumfährst. Ich selbst habe das Rad vor kurzem auch des Öfteren schon bei Hage Baumarktfilialen gefunden und da war es noch deutlich teurer. Jetzt bietet es Lidl für 700 Euro an, wobei sich hier noch einige Fragezeichen auftun, wenn man die Profete-Website mit dem Lidl-Online-Shop vergleicht. Jetzt aber ganz von vorn, was ist das eigentlich für ein Rad? Profete ist keine Eigenmarke von Lidl, sondern eine eigenständige Marke, die seit 1910 im Fahrradbereich auch zu verorten ist. Die haben mal größere Sachen gemacht, mal kleinere Sachen, mal erfolgreichere, mal nicht so erfolgreiche. Und seit einiger Zeit sind sie spezialisiert darauf, günstige Einsteigerbikes anzubieten. Und das Graveler 21 BTM 1.5 macht da keine Ausnahme. Es ist ein saubilliges Rad, wenn man das mal mit den gängigen Marktpreisen vergleicht. Für ein Einsteigerrad muss man mittlerweile mindestens 1500 Euro ausgeben und hat dann auch nur mal was Mittelsgutes. Also umso spannender, sich jetzt mal so ein Rad, zumindest auf dem Papier mal anzuschauen, was nur 700 Euro kostet. Auf der Profete-Webseite wird es mit 900 Euro ausgeschrieben, wobei hier spannenderweise das Rad nicht lieferbar ist. Hingegen im Lidl-Online-Shop ist das Rad sofort verfügbar und das alleine ist schon eine ziemliche Sensation. Und wenn wir das jetzt mit dem Preis so ein bisschen kritischer hinterfragen, kommen wir bei einigen Pluspunkten und bei einigen Nachteilen bei dem Rad raus. Es gibt aber eine bestimmte Käufergruppe, die mit dem Rad glücklich werden wird. So. Fangen wir an und schauen uns mal die Quick Facts an, die Lidl hier angibt. 8-Gang Kettenschaltung, Radgröße 28 Zoll, Rahmengröße 55 cm. Soweit so gut, auf die Rahmengröße müssen wir später nochmal ein Auge werfen. Fahrradtyp MTB ist natürlich Quatsch, Radgröße ca. 28 Zoll kommt hin, Rahmenhöhe ca. 55 cm. Passt auch. Rahmenmaterial Alu in der Preisklasse vollkommen okay. Ausstattung nach StVZO? Nein, bei sportlichen Rädern ist das meistens so der Fall. So, wenn wir uns die Beschreibung anschauen, dann wird hier relativ schnell auch auf den Continental-Reifen, den Terra Trail, eingegangen. Den findet man auch bei teureren Rädern. Mit 40 mm hat sich dann Profete auch für eine Reifenbreite entschieden, die absolut gängig ist bei Gravelbikes. Und die Profilierung passt auch zum Einsatzgebiet von Gravelbikes. Damit bist du auf dem Kies ja, moderat schnell und hast nicht diesen hohen Rollwiderstand wie beispielsweise mit Mountainbike-Reifen. Der nächste wichtige Punkt, der auch in der Lidl-Beschreibung genannt wird, ist die Schaltung. Die Schaltgruppe ist somit eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von einem Gravelbike. Zum einen müssen die Gänge zu deinem Einsatzgebiet passen, zum anderen muss die ganze Haptik zum Graveln ja auch irgendwie passen und die Schaltgeschwindigkeit sollte dich jetzt nicht unbedingt auch behindern am Berg. Hier ist eine ordentliche Schaltung auch von Shimano verbaut. Das ist die billigste Schaltung, die beim Rennrad auch zu finden ist. Shimano Clares heißt die, die wird jetzt hier leider auf der Webseite von Lidl gar nicht genannt, aber die ist sofort auf der Profete-Webseite auch zu finden. Die Fotos geben das auch nicht her, da wurde wohl gefotoshoppt. Man muss die Clares nicht verstecken, die funktioniert auch am Gravelbike, aber eben dort nur im Einsteigersegment. Mit 2 Kettenblätter vorne und 8 Ritzeln hinten hast du dann auch genügend Gänge, um im Alltag super gut zurechtzukommen. Du kannst auch die eine oder andere sportliche Tour damit machen. Die Clares zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass sie so ein bisschen träge schaltet und nicht ganz so spritzig den Gang umlegen kann, wie jetzt beispielsweise eine Gravel-Gruppe, die ein bisschen höherwertig ist, eine GX 600 oder eine 810 oder eine Campagnolo Eka. Aber eine Campagnolo Eka Schaltgruppe allein kostet doppelt so viel wie das komplette Rad. Und dementsprechend ist es schon ziemlich cool, dass hier auf eine Markenschaltung von Shimano zurückgegriffen worden ist, auch wenn es die günstigste Rennradschaltgruppe ist. Und wenn wir uns die Schaltung angeschaut haben, müssen wir jetzt auch gleich zur Bremse kommen. Die ist hier von Tektro und wie es in der Preisklasse üblich ist, ist es eine mechanische Scheibenbremse. Die Bremskraft mit einer mechanischen Scheibenbremse ist am Anfang
Vergleichbar mit einer hydraulischen Scheibenbremse, verändert sich aber mit der Zeit so ein bisschen. Der Bowdenzug lenkt sich ein bisschen, da sammelt sich Schmutz in der Hülle um den Seilzug herum, den muss man ab und zu sauber machen. Das Ganze wird immer ein bisschen hakliger und dann, ja, irgendwann muss man das Ganze dann auch mal tauschen. In der Preisklasse finde ich es aber fair gewählt und mit der Tektro-Bremse kann man auch gut bremsen, wenn man sie ein bisschen pflegt. Und vielleicht hörst du schon raus, bis jetzt gefällt mir das Rad ziemlich gut. Ich finde auch den Look echt okay. Also es sieht nicht super billo aus. Da wurde ja auch auf selbstbewusste Farben gesetzt mit diesem Orange. Es ist ein bisschen knallig und man sticht so ein bisschen heraus mit dem bunten Lenkerband, wer es mag. Die Downsides von dem Rad und was mir nicht so gut gefällt, zu dem kommen wir jetzt. Die auffällige Farbe, die Shimano Claris und auch dieser Name Gravel, der kaschiert schon mal einige Billigteile, die dem Käufer vielleicht auf den ersten Blick nicht auffallen. Auf den zweiten Blick fallen aber ein paar Sachen sofort auf. Der billige Sattel, die billige Sattelstütze, der Lenker und irgendwie auch der seltsame Vorbau. Das in Kombination macht dem Rad dann auch irgendwie, ja, es gibt dem Ganzen so einen billigen Beigeschmack. Ich finde eine extrem breite Sattelstütze wie hier mit 31,4 mm schaut einfach nicht zeitgemäß aus und ja, braucht man eigentlich auch nicht am Gravelbike. Ich weiß nicht, warum sie hier verbaut ist. Vielleicht gab es den Rohrsatz noch und das Ganze wurde dann dadurch ein bisschen günstiger in der Fertigung. Der Lenker hier, zu dem habe ich leider sehr wenig Infos gefunden. Ich nehme mal an, dass es ein Alu-Lenker ist, der fürs Rennradfahren gedacht ist. Denn auf den Fotos sieht es jetzt so aus, als wäre dort kein Flair an dem Lenker. Also der Unterlenker wäre nicht nach außen gestellt, wie es bei Gravel-Lenkern eigentlich üblich ist. Ist einer der Kompromisse, die man machen muss, damit am Ende so ein Preis rauskommen kann. Wenn man dann weiter nach unten scrollt, wird es dann nochmal richtig interessant. Zumindest auf der Lidl-Seite. Und hier liegt der Teufel im Detail. Ich glaube, da wurde irgendwas falsch abgeschrieben. Das Gewicht von dem Bike wird hier mit 13,5 Kilo angegeben und bei aller Kritik, ich glaube nicht, dass das von dem Bike geschafft wird. Das ist so dermaßen schwer. Ich glaube, dass es sich dabei um die Vollausstattungsvariante handelt, die bei Profete auf der Webseite zu finden ist, mit Kunststoffschutzblechen, einem Gepäckträger und einem Ständer. Das Ganze müsste so um die 1 Kilo wiegen und dann kommt man vielleicht auf ja, 12, 12,5 Kilo mit dem Rad. Halte ich für realistisch. Was ich allerdings für absolut unrealistisch und fast schon irreführend finde, ist hier das angegebene zulässige Gesamtgewicht von 150 Kilo. Das ist in der Preisklasse unschaffbar. Also schwere Fahrer oder Bikepacking-Freunde, die sich da schon drauf gefreut haben, die werden enttäuscht, sobald sie die richtigen Zahlen auf der Profeta-Webseite sehen. Dort wird das zulässige Gesamtgewicht mit 120 Kilogramm angegeben und das ist dann auch echt eher realistisch, wenn man diese No-Name-Laufräder, die mit einer Alufelge ausgestattet werden, anschaut. Kurzer Blick noch auf den Vorbau, der sieht in der Seitenansicht dann doch etwas steil aus und der soll dann auch diesen Rahmen entschärfen. Zur Geometrie habe ich leider auch nicht viel gefunden. Der Rahmen sieht jetzt auch nicht super sportlich aus und durch diesen sehr stark nach oben geneigten Vorbau wird sich die Sitzposition des Fahrers dann auch nochmal deutlich aufrichten und man ist da jetzt nicht so gestreckt, wie man es beispielsweise von Rennrädern kennt drauf, sondern man wird eine Sitzposition drauf haben, die vergleichbar ist mit einem Trekkingrad. Auch für Einsteiger eignet sich so eine Sitzposition wirklich gut. Soweit so gut, aber jetzt kommt der Oberhammer und da hat es mir bei der Recherche gerade so fast den Hut vom Kopf gezogen. Das Rad gibt es nur in einer Größe, Rahmengröße 55. Das ist an sich okay, das ist so eine mittelgroße Größe, die passt einem Großteil der Menschen, sehr kleinen Menschen und sehr großen Menschen aber nicht. Und wenn wir jetzt hier mal einen Größenberater anschauen, dann steht hier One Size Fits All und so ist es eben nicht. Also ob du jetzt 1,50 Meter bist oder 1,90 Meter, macht an sich einen Riesenunterschied und One Size Fits All gilt vielleicht bei der Mützenwahl, aber garantiert nicht beim Fahrradkauf. Das heißt, wenn dir die Rahmengröße 55 bei anderen Herstellern auch nicht passt, dann wirst du dieses Rad auch nicht fahren können. Da kannst du rumjustieren, wie du willst und im schlechtesten Fall wird das sogar gesundheitsschädigend und das fand ich dann schon überraschend, dass eine Webseite damit dann auch wirbt, dass eine Größe allen passt. So, Fazit. Was lässt sich festhalten nach so ein bisschen Internetrecherche? Für wen ist es das richtige Rad und sind 700 Euro für ein Gravelbike Bauernfängerei? Dachte ich zuerst,
Ich finde aber, dass gerade das Gravel-Segment sehr, sehr, sehr gut beraten ist, genau diese Billig-Einsteiger-Bikes auch anzubieten, denn damit erreicht man eine Zielgruppe, die einen risikolosen Einstieg in dieses Segment auch wagen können und dann später auch auf höherwertige Bikes umsteigen können, wenn sie merken, das passt für sie. Wenn du also jemand bist, der mal mit dem Gedanken gespielt hat, Gravel zu biken, aber keine 1500, 1600, 2000 oder 4000 oder noch mehr Euro für sein Gravelbike ausgeben will, was verständlich ist, dann bist du mit dem Rad ja auch mit dem, ja, risikolos dabei. Wenn dir das Rad nicht passt, schickst du es zurück. Wenn dir das ganze Segment Graveln auch nach über 30 Kilometer Testfahrt nicht taugt und du das Rad nicht mehr zurückschicken kannst, dann stellst du es bei eBay Kleinanzeigen rein, da kriegst du es mindestens für Neupreis wieder weg. Was ich jetzt aber fast schon skandalös oder um es wohlwollend zu sagen, schlecht beschrieben fand, war, dass eine Größe allen passt. Das ist leider im Fahrradbereich nicht so und das wird zu vielen Fehlkäufen führen. Deswegen wird eBay Kleinanzeigen da wahrscheinlich gespült werden mit dem Rad. Und wenn du weißt, Rahmengröße 55 passt dir, dann schau doch mal auf eBay Kleinanzeigen, denn dort wird das Rad sich sehr schnell tummeln. Was denkst du? Bist du es vielleicht sogar selber schon mal Probe gefahren oder hast es sogar schon bei Lidl gesehen? Lass mich das gerne wissen. Ich würde mich interessieren, ob das Rad dir auch Spaß macht und was du von dem Rad hältst. Wenn du weitere Bikes sehen willst, die in einem Einsteigerpreissegment bis 2000 Euro verordnet sind, dann kannst du dir auch dieses Video hier mal anschauen. Da habe ich eine Zusammenfassung gemacht und wenn du magst, kannst du den Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst und bis zum nächsten Mal. Ciao.